Was ist eine Atemschutzmaskendichtsitzprüfung, auch Fit-Test, und wie hilft uns diese dabei herauszufinden, ob eine Atemschutzmaske ihren Träger wirklich schützt? Mit einem Fit-Test wird die Dichtigkeit zwischen Atemschutzmaske und Gesicht des Trägers überprüft. Der Schutz, den eine eng anliegende Atemschutzmaske bietet, hängt stark davon ab, wie gut sie passt. Außerdem stellen Fit-Tests sicher, dass das Personal darin geschult ist, die Atemschutzmasken richtig anzulegen und einzustellen und dass bequem sitzende Atemschutzmasken ausgewählt werden. Letztendlich stellen Dichtsitzprüfungen sicher, dass Ihr Personal das erforderliche Schutzniveau für die Ihnen zugewiesene Atemschutzmaske erreichen kann. Eine jährliche Überprüfung des Dichtsitzes ist für alle, die im Rahmen ihrer Tätigkeit eng anliegende Atemschutzmasken tragen müssen, sinnvoll. Die Wiederholung von Fit-Tests ist außerdem empfehlenswert, wenn sich die Atemschutzmaske oder das Gesicht des Trägers durch starke Gewichtsveränderungen oder Narben verändert hat. Es gibt zwei primäre Methoden zur Dichtsitzprüfung, die quantitative und die qualitative Methode. Bei qualitativen Fit-Tests wird ein Prüfstoff, zum Beispiel süßes Saccharin oder bitteres Bitrex, und der Geschmackssinn des Trägers verwendet, um eine subjektive Ja-Nein-Bewertung des Dichtsitzes der Maske zu erhalten. Bei quantitativen Fit-Tests werden Partikel oder Leckagen direkt gemessen, um eine objektive Messung des Dichtsitzes einer Atemschutzmaske zu erhalten. Anstatt eines subjektiven Bestehens oder Durchfallens liefert die quantitative Dichtsitzprüfung Daten, die die Qualität des Sitzes einer Atemschutzmaske in Verbindung mit dem Ergebnis des Fit-Tests abbilden. In diesem Video fokussieren wir uns auf die quantitative Methode mit dem PortaCount-Dichtsitzprüfgerät. Wie bestimmt das Gerät also die Qualität des Dichtsitzes? Das PortaCount misst die Partikelkonzentration innerhalb einer Atemschutzmaske und die Partikelkonzentration in der Umgebungsluft außerhalb der Atemschutzmaske. Aus diesen beiden Messergebnissen wird das Verhältnis der Fit-Faktor gebildet. Bei einem Fit-Test werden die Messungen während der Durchführung verschiedener Übungen vorgenommen. Diese Übungen sind verschiedene Bewegungen, die den Arbeitsalltag simulieren. Die Messungen prüfen, ob eine Maske während der Bewegung dicht sitzt. Der Fit-Faktor beurteilt den Dichtsitz und gibt an, ob der erforderliche Schutzfaktor der Maske erreicht wird. Nach der Durchführung aller Übungen wird ein gewichteter Mittelwert der Fit-Faktoren, der Gesamt-Fit-Faktor, angegeben. Dieser gibt das Bestehen oder Nichtbestehen des Fit-Tests an. Für quantitative Dichtsitzprüfungen gibt es verschiedene Protokolle mit unterschiedlichen Übungen. Das PortaCount unterstützt verschiedene Protokolle wie beispielsweise das amerikanische OSHA-Protokoll, das britische HSE-Protokoll und das internationale ISO-Protokoll. Mit dem richtigen Training und einem bestandenen Fit-Test können Träger zuversichtlich sein, dass ihre Atemschutzmaske passt und den Schutz bietet, der notwendig ist, um ihre Tätigkeit sicher ausüben zu können. Für weitere Informationen schauen Sie sich unsere anderen Videos an oder besuchen Sie tsi.com/portaCount.